Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hausflipper. Ich habe ja letztes Mal ein Haus gekauft und es ist das hier. Ach du Scheiße, ja? Ich gehe jetzt mal da rein, bevor ich gleich den Poloniak an... Boah. Ja, gut, dass der Poloniak machen muss und nicht ich, ne? Weil ich kann auch nicht spachteln. Der Poloniak kann bestimmt spachteln. Der ist auch ein Allround-Handwerker. So, was ist das hier noch? Aha, hier unten... Ach, guck mal, da oben auf der Minimap. Ihr könnt das nicht sehen, aber hier hinter ist noch ein Raum abgemauert. Da in diesem Stück. Ja, soll der Poloniak auch machen. Ich mache mir hier jetzt nicht die Finger schmutzig in der Drecksgammel. Boah, ey. Uah. Nee, also da gehe ich mal schnell wieder raus. Ja, ich rufe mal eben den Poloniak an. Ich muss mal kurz hier... Komm, nimm mal ab jetzt. Ja, Poloniak. Ja, ach, ja, Herr Poloniak. Ja, wer ist denn da? Ja, Ted, ja, weißt du doch. Ja, welcher Ted denn? Ja, Nachbarn. Ach, nee, Mann, ne, ja. Ja, ja, entspann dich doch jetzt mal. Ja, ich frag doch Ich nur. Ruf an, ja, Alter, Mann, warum ich denn? Ruf an, du wolltest doch für mich arbeiten, aufräumen, Hausentrümpelungen. Ah, ja, da ach. Bin ich immer interessiert, ja. Ne, ja. Ja, pass auf, ich schick dir gleich, ein Kurier mit einer Adresse, du hast ja kein Handy, ja, ne? Nee, nur Festnetz, ja. Mit der Adresse, dann fährst du da hin und ja, machst ja, das, ne? Ja, Haustür ist offen, siehst du dann schon. Ist so ein nettes Einfamilienhaus, ne? Sind auch nicht so viele Räume. Ja, nettes Einfamilienhaus, ich hab keinen Bock auf irgendwelche Scheißaktionen. Ja, weiß ich ja, Herr Poloniak, weiß ich ja. Aber, ja, du machst das schon, ne? Ja, aber ich will auch dann auch Kohle sehen, ja. Ja, Geld. Ja, kriegst du doch. Ja, gut. Ja, machen wir. Ja, machen wir danach. Ja, gut. Okay, alles klar. Ja, gut. Bitte auf Weg, tschö. Der Poloniak ist so anstrengend am Telefon immer, ne? Ja gut, aber ich würde jetzt sagen, ich hau jetzt hier ab. Ja, ihr seht dann gleich, wie der Poloniak das macht, ne? So, ja, Tag. Ja, ich wollte gerade mal hier bei dem Haus, bei den Junkies hier fragen, wo das Haus ist, was ich renovieren soll. Aber, ja... Da ist keiner zu Hause und ich glaube fast, weil ja die Haustür offen ist, das ist das hier, ey. Ich hab da, weißt du, ich hab dem Ted gerade gesagt, ich hab so keinen Bock hier so eine Scheiße zu machen, ja? Und jetzt guckt ihr halt mal an, hier liegt überall, hier ist alles voll geschissen, ja? Ich find das echt beschissen hier, ne? Guck mal, selbst die haben selbst den Putz von der Wände gefressen hier, die Arschgeigen, die hier mal, quasi gewohnt haben, ne? Ich sag mal, ich mach ja so Hausentrümpelung eigentlich nur, weil da auch mal was abzugreifen ist, ne? Und das sage ich aber natürlich keinem, ne? Ich hab eigentlich... Ich muss noch mal ganz kurz raus. So, ich fange draußen an, das stinkt halt auch nicht so, ne? Guck mal, ich schrubbe einfach alles hier, ne? Diese scheiß... Straßenkunst, die überall da am dran machen sind, ne? Die scheiß Teenager, ne? Das muss ja nicht sein, ne? So, das kriegt man aber zumindest gut wieder ab, ne? Haben die kleinen Kinder, die kleinen Graffiti-Sprayer halt mit Fingerfarbe gemacht, ne? Und ich wische einfach mal hier durch, während alles nur drin steht. Aber das scheint ja ganz taco zu funktionieren hier, ne? So. Das machen wir mal. Gott, na? Ah, ja. So, ich hab ja zum Glück, ne, ich hab ja den Blick fürs Feine, ne? Ich bin ja eigentlich, Modedesigner, ne? Ne, war gelogen. Aber ich sehe ja auch, wenn irgendwo Dreck ist, ne? Als ich spüre den schon. Aber der ist mir zu Hause halt relativ egal, aber ich soll ja hier eine Hausentrümpelung, Schrägstrich, Reinigung machen, ne? Und bis meine Frührente durch ist, muss ich halt noch ein bisschen was dazu verdienen, so halt, ne? Ja. Gucken wir mal, da, ja, das ist weg. So, haben wir den ganzen, der ganze Dreck ist doch schon weggeschwubbert. Ist doch, also, der Hammer, ne? Bin ja schon richtig weit gekommen, so. Ach, guck mal. So... Ach, kann ich nur wegwerfen. Ich wollte die eigentlich vor der Tür stapeln, so, ne? Dann hätte der Ted noch was zu tun gehabt. Aber muss ja nicht, ne? So, Fenster reinigen kann ich auch. Der hat mir ja zum Glück seinen ganzen Kladderadatsch hier gelassen. Ne? Boah, ist aber auch ein Profigerät hier, ne? Guck mal, da ist die Scheibe fertig, bevor der Computer das merkt, ne? Das ist der Hammer, ne? So, ich mach erstmal
so, ich bin immer so ein Mann, ne, der arbeitet nach Schemen, so quasi, ne, und jetzt mache ich erst, oh, alle Fenster, und da war er auch schnell diesmal, ne, so, zack, 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 ja, haben wir auch, komm, ja, ist doch gut, meine Fresse, ey, ist aber auch pingelig manchmal hier, das Haus, ne, das sagt er, ne, ist noch nicht so weit, ich find, aber, schon, ne, aber für die scheiß Bruchbude hier, ne, da muss der Ted aber ordentlich latzen nachher, ne, und ich klaue hier noch irgendwas. So, ja, ich räume mal hier die, boah, ey, das ist schon ekelhaft, ne, aber ich sag mal, sobald man ein bisschen aufgeräumt hat, ist auch alles schon viel besser, ne, aber ich sollte jetzt hier nur aufräumen, weil eigentlich soll ich ihn mal auch renovieren, wenn, der Ted mich ruft, weil er hat oft keinen Bock so, ne? Der ist halt der dann hier richtig den Zaster macht am Ende, ne? Und ich krieg wieder 50 Euro und einen Kasten Bier, ne? So, mit dem Kasten Bier ist ja auch, wäre in Ordnung, sag ich mal, ne? So, guck mal, ich nehme einfach mal die raus und drehe die wieder rein. Ja, hat funktioniert. Ne, oder? Ja, hier ist keine Lampe, ne? Kann ich jetzt schwer testen, so, so, das machen wir dahin, zack, zack. Das hier noch, irgendwo, da? Nee, so, passt doch. Guck mal, hier kann ich ein Klo montieren, das mache ich jetzt einfach, ne? Schreibe ich ihm auf Rechnung, so, ach, das ist ja wieder hier so ein Quatsch hier, ne? So eine Einbautoilette oder was? Ach, ist doch, ich verstehe, ich finde das nicht hier. Diese scheiß Kataloge in dem Tablet vom Ted ist doch scheiße. Hier, Kompakt-WC. Oh, Amazon, Sofortlieferung, das ist auch geil, ne? So, zack, den Tank da drauf. So, Deckel drauf. Und erstmal einweihen. Ah. Ja. Ah, so. So, oh, gut. Ich abziehen kann man nicht, ne, noch nicht, haben anscheinend kein Wasser beantragt und ich schlag jetzt hier, da, auf den Bauplänen, da steht ja, hier ist noch ein Raum, ne, und der Ted meinte auch in seinen Notizen, ich sollte das hier mal auf, ey, guck mal, oh, ey, das ist doch ein lang verschollenes Bild, oder nicht, ey, lasst mich jetzt hier durch, ihr Scheuungswürdiger, Abschaum, ekelhafter Bauruinenteile. Lass mich doch jetzt zu dem Schatz hier durch. So. Ah, was ist das denn hier? Guck mal, die ist schon Tausender wert. So, die verkaufe ich erst, da habe ich schon mal 1000 Euro, ey. Da reicht mir doch der Kasten und der Fuffi vom Tit auch. So, hier war gar nichts. Sechs und... Ach, du Scheiße. Ja, nimm ich dann doch auch mit, ne? 56.000, hör mal. Ja, gut. Wand ist raus. Ich räume, ich bin zumindest so nett. Ach, ich bin jetzt richtig motiviert, hier aufzuräumen, ne? Gerne mehr so Jobs, ne? Wenn ich das alles hier. Ich soll das ja hier lernen. Das sieht doch auch scheiße aus. Kann man auch direkt verkaufen, ne? Ja, da, also 57.000 hat sich doch schon gut gelohnt, ne? Ja, fertig, ne? Ich würde mal sagen, ist aufgeräumt, ne? Aber ich soll ja hier noch die Scheiße machen, ne? Ah, jetzt muss ich auch noch was kaufen. Gips hier. Ach komm, ich mach das eben noch. Spachteln, ich kann ja spachteln. Ich war ja lange in der Autowerkstatt, ne? So. Komm. Du brauchst Gips, um dieses Loch zu füllen. Ja, hab ich doch hier. Ach so, ändern auf Spachteln. Ja, hatte ich doch gerade. Komm jetzt. So. Zack. Guck mal. Aus einer Hand. Vom Profi, ne? Ich wette, ihr könnt das so nicht, ne? Guck mal, so. Das, ist relativ, da muss man schon ein gewisses Level, haben, ne? Da muss man schon richtig gut drauf sein, um sowas hier verschwubulieren zu können, ne? So, sieht das hier in irgendwo noch so... Da im Wohnzimmer ist doch auch noch scheiße. Aber ich will jetzt hier raus. Ich muss das Gemälde versetzen, bevor der Ted das merkt.
So, es müsste noch ein Makel repariert werden. Sagen die Kunden schon auf dem Tablet hier. Was ist das denn? Haben die jetzt gesehen, dass ich das Bild geklaut habe? Weiß ich jetzt nicht. Heizung. So. Ich verstehe das hier nicht. Ich kann das doch nicht hier mit so einem Quatsch, mit so einem Tablet-Quatsch, ey. Hätte das nicht einfach alles holen können und hier hinlegen? Na, ist auch egal. Ich hab ja hier die Kasse gemacht, ne? Der Idiot, der. So, was brauchen wir denn noch? Fenster putzen muss ich hier noch irgendwo? Ne? Oder das hier noch vielleicht? Ne, ist auch schon fertig, ne? Das hier auch fertig. Was muss ich denn noch machen hier? Eigentlich muss ich noch streichen, ne? Ach, ich will nicht. Ich hab doch genug Geld für die nächsten Monate. Ach, wisst ihr was? Soll er, ich sag mal, soll er doch selber machen, ne? Hab ich nie nötig mehr, ne? Ich bin jetzt 50.000 Euro Millionär, ne? Ich hau einfach ab. Der Ted wird, der soll mal gucken, ne? Ich hab ja aufgeräumt, ne? Von Streichen stand da nix. Spachteln und Streichen, aber irgendwas von der Heizung, hat der nur gesagt. Oh, ich hab keinen Bock, ey. Hab doch jetzt genug abkassiert. Ja, ne, mach ich auch nicht. Ich streiche jetzt hier doch nicht. Bin doch nicht behindert, ne? Mach ich nicht. Ich geh jetzt nach Hause, ich hab genug verdient, ne? Soll der Trottel das doch selber machen. Und ich hab zumindest so ein bisschen den Anstand und mach hier noch die Türen zu, ne? Bevor ich gehe. Nicht wie der Ted, ne? Ja. Gut, ich bin mal raus, ne? Ich verabschiede, tschüss, ne? Vielleicht, man sieht's immer zweimal im Leben, ne? Ja, da bin ich wieder. Der Polenjak hat mir gerade... ich seh das doch schon hier. Der hat mir gerade Bescheid gesagt, er wäre fertig. Weißt du, was ist das hier? Der hat doch nur gespachtelt da drin, der Idiot. Der sollte hier streichen. Und okay, Heizung hat er angebaut. Ach, guck mal, den scheiß Eimer noch vor der Tür stehen lassen. Hier fehlt die Heizung. Was? Alter, und hier im Keller? Die Wand hat er... Weißt du, er hat hier ein Stück Wand eingerissen. Den Rest lassen wir so mit dem noch ein Klo oder was? Scheiß Wohnlagerklo. Alter, er macht sich auch keine Gedanken. Ich habe ihm gesagt, er kriegt einen Fuffi und einen Kasten Bier. Und dafür macht er das hier, ja? Und er soll mir die Scheiße in Rechnung stellen. Hat er zumindest repariert? Das hat er repariert. Ja, danke schön, ey. Ja, warte mal. Ich gehe mal eben raus hier. Im Keller habe ich keinen Empfang. Dann rufe ich den Spacko mal eben an. So, Sekunde mal eben. Heb ab jetzt, komm. Was dauert? Polonjak. Ja, Polonjak, Ted hier. Ja, ach, ja, zufrieden. Ja, ne, nicht so ganz, ne? Ja, du solltest hier streichen. Oh. Ja, ach, oh, ja. Ich habe heute aber auch keine Zeit mehr, ne? Du hast heute keine Zeit mehr. Ja, ich mach so einen Quatsch gar nicht mehr. Ja, dann machst du das halt. Nein, ich mach das gar nicht mehr. Ja, ne, nicht, machst du nicht mehr? Ja, doch. Ja, warum das denn jetzt auf einmal? Ja, ich hab das hast, gar nicht. Hast du hier irgendwas gefunden im Haus? Ja, Polenjak, ich kenn dich. Du hast da noch letztens drüber angegeben bei mir, wie du bei letzten Haus in Rümpelung Goldbahn geklaut hast. Hab ich überhaupt gar hast, nicht. Ja, nein. Pass auf. Ich frag nicht weiter, was du hier gefunden hast. Ja. Und du machst die scheiß Hütte fertig, ja? Ja. Morgen. Ja. Okay, haben wir uns verstanden? Ja. Nee, nicht jetzt. Ja. Du machst das. Ja, okay, ja. Du machst das. Ja. Ja? Ist ja. Alles klar. Ja, ist ja gut, ne? Gut. Ja, tschüss. Oh Mann, ey, Mann. Der Polonjak, der ist wirklich, ich finde den so anstrengend immer am Telefon, ne? Und, der macht das. Und zwar morgen, ja, in der nächsten Folge macht er hier weiter, ja? So nicht. Echt nicht, ja? So wird er sie nicht mit mir machen. Für 50 Euro ein Kasten Bier will ich auch ein bisschen Leistung sehen und nicht hier 8 Minuten Schwubbeldi-Wubbel noch irgendwas mitgehen lassen und dann sagen, ich habe keinen Bock mehr, ne? Nicht mit mir, ja? Gut, Leute, bis morgen. Haut rein. Ciao.